Sind die extremen Wetterverhältnisse in der letzten Zeit tatsächlich auf den Klimawandel zurückzuführen? Erwischt er uns also schon jetzt mit voller Breitseite? Die Auswirkungen sind jedenfalls katastrophal. Ihr habt es mitbekommen. Die Kanalnetze, sind die überhaupt ausgelegt für die Folgen des Klimawandels? Das ist nämlich wirklich skurril. Wie wird das in Zukunft weitergehen und können wir uns irgendwie wappnen? Das alles jetzt bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, ihr habt es alles mitbekommen, die letzten Jahre waren hinsichtlich der weltweiten Temperaturen rekordverdächtig. Nicht nur 2014, 2015 und 2016, sondern vor allem auch 2017 war außergewöhnlich. Laut Weltwetterorganisation WMO habe die Temperatur 1,1 Grad über dem vorindustriellen Wert gelegen. Mit dabei außerdem Temperaturen von mehr als 50 Grad Celsius in Asien, Rekordhurricanes in der Karibik und dem Atlantik sowie eine sehr lange Dürre in Afrika. Aber wir brauchen gar nicht so weit weg zu gucken. Auch hier bei uns in Deutschland folgt ein Unwetter dem nächsten. Über Viersen in NRW fegt ein Tornado hinweg. In Wuppertal sind Keller und die ganze Innenstadt überschwemmt. Und in der Nähe von Bochum werden zwei Frauen vom Blitz getroffen. Im Saarland werden ganze Straßenzüge verwüstet. Gullideckel schießen nach oben. Unterführungen sind vollgelaufen und die Innenstädte saufen ab. Essen, Aachen oder Soest. Und die Liste, die kann man ewig weiter fortsetzen. Und das hätte was ganz Skurriles gezeigt. Die Kanäle in den Städten sind nicht für den Klimawandel gerüstet. Es gibt einen Sanierungsstau und das, obwohl bundesweit rund 4 Milliarden Euro in die Kanalnetze fließen. Teilweise sind die Rohre länger als 50 Jahre im Boden und bis zu 100 Jahre alt. Das muss also dringend geändert werden. Aber ist diese Unwetterlage noch normal? Ja, die Antwort ist ganz klar. Nein, normal ist das nicht. Klar kommen Unwetter solcher Größenordnung schon mal vor, aber eben nicht so oft und gehäuft wie in der letzten Zeit. Und letztlich ist es keine Überraschung, wenn man sich mal anschaut, dass die Atmosphäre immer wärmer wird. Der Kreislauf sieht so aus. Umso wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Doch diese entlädt sich dann in Form von Gewittern samt Hagel, Sturzfluten, Sturm und Wolkenbrüchen. Zu erwarten eigentlich eher im Hochsommer, doch dieses Jahr sind wir deutlich früher dran. Dazu passt die Rekordwärme im Mai in diesem Jahr, der deutschlandweit mindestens 2 Grad wärmer war, als man nach dem vierjährigen klimatologischen Mittel der Jahre 1981 bis 2010 hätte erwarten können. In manchen Regionen im Norden war es sogar 4,5 Grad zu warm. Für das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, ist die Lage ganz eindeutig. Mit einer Temperaturzunahme von im Jahresmittel 1 Grad Celsius befindet sich Deutschland mitten im Klimawandel. Einzelereignisse können statistisch gesehen zwar keinen Trend bestätigen, aber was wir derzeit an Unwettern und langanhaltender Hitze beobachten, bestätigt die Annahme der Klimaforscher zu den Folgen der globalen Erwärmung. So der Wissenschaftler Fred Hattermann vom PIK. Seiner Ansicht nach wird sich der derzeitige Trend weiter fortsetzen. Im Norden und Osten wird es immer trockener und im Süden und Westen von Deutschland werde die Gewitterlage weiter akut sein. Dazu Hattermann, dieser Trend wird sich fortsetzen, wenn der Ausstoß von Treibhausgasen unvermindert anhält. Tatsächlich hatten sich Klimaforschungsteams lange schwer getan, solche extremen Wetterphänomene in einen direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel zu bringen. Doch mittlerweile machen schnelle Computer und optimierte Klimamodelle das möglich. In einer großen Studie haben 33 Forschungsgruppen aus der ganzen Welt Wetterphänomene im Jahr 2014 analysiert. Die entscheidende Frage, waren die extremen Wetterereignisse von 2014 auf natürliche Schwankungen im Klimasystem zurückzuführen oder waren sie tatsächlich Folgen des menschengemachten Klimawandels? Thomas Karl, einer der beteiligten Forscher, mit dem Fazit: Wir können demonstrieren, dass einzelne Ereignisse wie Temperaturextreme oft mit den von uns zusätzlich in die Atmosphäre gepumpten Treibhausgasen verknüpft sind. Andere Extreme, darunter Regenfälle, sind weniger eindeutig auf den Klimawandel und menschliche Einflüsse zurückzuführen. Der Klimawandel hat also durchaus Einfluss auf die Häufigkeit und Spannbreite von solchen Extremwetterereignissen. Im Jahr 2014 beispielsweise machte man ihn verantwortlich für die Hitzerekorde in Europa, China, Argentinien und Korea und auch für die lange Dürre in Ostafrika. Die starken Regenfälle im Winter 2013-2014 in Großbritannien und die Winterstürme seien dagegen nicht klar auf den Klimawandel zurückzuführen. Und in Zukunft wird das Wetter jedenfalls immer nur noch extremer werden. Dazu Heiko Päth von der Universität Würzburg. Wenn man in der bodennahen Atmosphäre
Atmosphäre mehr Energie hat, weil die Treibhausgaskonzentrationen gestiegen sind und einen höheren Wärmegehalt in den unteren Atmosphärenschichten bedingen, dann sollte man alleine vom Standpunkt der physikalischen Plausibilität davon ausgehen, dass es in Zukunft mehr extreme Ereignisse gibt. Wir müssen also dringend anfangen, uns zu wappnen. Kommen wir nochmal auf die Probleme der Kanalisation zurück. Größere Kanäle zu verlegen, das wäre unwirtschaftlich. Der Aufwand wäre gigantisch. Im besten Fall müsste man verhindern, dass die Regenmassen überhaupt erst in die Kanalisation gelangen. Dafür müsste das Wasser in den Boden versickern. Doch die Flächen sind zu stark versiegelt. Das wäre beispielsweise ein Anfang, Flächen wieder zu entsiegeln. Also statt einen Parkplatz zu asphaltieren, mit Gittersteinen pflastern, die dann Wasser durchlassen. Doch tatsächlich wird in Deutschland jeden Tag mehr als ein Quadratkilometer zubetoniert. Doch das eigentlich große Problem ist, dass es trotz der ganzen Umwetterereignisse der letzten Zeit bei vielen Leuten nicht mehr als Schulterzucken auslöst. Denn abgesehen von den Stürmen und Starkregenereignissen haben solche Unwetter auch langfristige Schäden, die dann auch nicht mehr nur regional fatale Folgen haben werden. Es drohen Ernteausfälle durch Trockenheit und Fischsterben in warmen Gewässern. Was brauchen wir noch mehr an Mahnungen der Ereignissen, dass wir endlich alle reagieren und was tun? Schließlich sind wir die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels nicht nur abschätzen kann, sondern auch hautnah miterlebt. Vielleicht sind wir auch die letzte Generation, die die katastrophalen Folgen für die gesamte Menschheit noch abwenden kann. Ich überlege, ob wir nicht etwas gemeinsam machen wollen. Habt ihr Ideen? Schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn ihr keine Videos zum Thema Klimawandel und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum, Social and Media abonnieren. Das geht hier, da gibt es das Neueste aus der Social-Media-Welt, dafür hier draufklicken, aber nicht die, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Klimawandel bestätigt, Skeptiker endgültig widerlegt. Bis dann, bleibt dran.